Crow Country. 4.9. Ach so, die sind nummeriert. Gut, dann nehmen wir den Safe 22. So. Jetzt müssen wir mal gucken. Ich habe das Spiel ziemlich leise gemacht, weil der Keller so laut ist, ne? Deswegen lasse ich es jetzt auch mal leise, weil ich befürchte, wir müssen wieder in den Keller. Wir sind da unten, glaube ich, noch nicht fertig. Da gibt es mindestens noch ein Rätsel. Ich habe Trinken hier. Mehrere. Neues Fallout im alten Style wäre der absolute Hammer. Das hätte ich auch gerne. Lass mich mal kurz noch auf Twitch hier das Spiel ändern. Crow Country. Crow Country gefällt mir schon echt gut. Muss ich schon sagen. Gefällt mir schon wirklich gut. Seit Signalis heißt es, glaube ich, oder? Ich glaube schon Signalis. So ziemlich mein Lieblings-klassisches Horrorspiel, würde ich sagen. Signalis auch großartig, wenn ihr das noch nicht kennt. Also Signalis und Crow Country gefallen mir schon besonders gut. So, lasst mich mal nochmal kurz wieder die Steuerung checken. Auf B schießen, auf A nachladen. Das fühlt sich für mich immer noch falsch an. Hier wechsle ich die Waffen. Wir haben Schrotflinte, Flammenwerfer, Magnum, Handcannon. Wir haben 4 Granaten. Sehr gut. Also, wir haben auf jeden Fall am Meeresreich. Ich habe mir sogar irgendwo Notizen gemacht, damit ich weiß, wie es weitergeht. Hör mich an, oh große Zauberhafte. Das ist alt. Meeresreich Dampf. Und Crows Büro. Ah, stimmt. In Crows Büro haben wir den Strom abgestellt. Da können wir jetzt auch rein. Wo war Crows Büro? Da drüben. Am anderen Ende. Können wir jetzt beides eigentlich machen? Crows Büro dürfte jetzt für uns zugänglich sein. Ja, dann gehen wir mal in Crows Büro, oder? Durch den Technikkorridor, dann durch das Theater. Mitarbeiterflur. Vor dem habe ich ein bisschen Angst. Da war letztens zu viel Action im Mitarbeiterflur. Aber gut, wir haben jetzt die Bewaffnung. Los geht's. Ich weiß nicht mehr, wie Sprinten geht. Oh Gott. Ich hab's schon befürchtet, Leute. Jetzt sind hier überall Monster. Jetzt ist die chillige Zeit vorbei. Jetzt wird's ernst. Ich bin kein Fan, muss ich euch ganz ehrlich sagen. Mir war das lieber, als das Spiel noch ein bisschen sparsam mit seinen Kreaturen umgegangen ist. Oh. Dammit. Ich finde, der Actionregler wird jetzt leider ein bisschen zu hoch gedreht, aber mein Gott, ja. Trotzdem sehr gutes Spiel. Aber das zeigt mir, glaube ich, auch ein bisschen, dass wir Richtung Finale gehen, ne? Dass jetzt hier so viel Monster-Action ist. Mein Lieblingsbrettspiel. Ich glaube, ehrlich gesagt, langweiligerweise Monopoly mag ich schon gerne. Monopoly habe ich immer gerne gemocht, eigentlich. Das will immer keiner mit mir spielen. Ich verstehe nicht, warum. Ah, ich hätte es mir denken können, weil es eine komische Farbe hatte. Ich muss jetzt echt aufpassen. Ich habe vergessen, dass es jetzt auch Fallen-Items gibt. Das ist jetzt auch neu. Aber ehrlich gesagt habe ich auch immer gern Mensch, ärgere dich nicht gespielt. Auch wenn das natürlich auch super lame ist. Aber ja. Ach, Giftfalle. Hey, ich muss jetzt wirklich ein bisschen aufpassen. Gegengift habe ich ja zum Glück genug, aber... Eieiei, Konzentration jetzt. Ich sollte nicht in jede Falle stolpern immer. Okay, hier sieht es einigermaßen sicher auch erstmal. Dann schauen wir mal.
Ah, wir brauchen noch den goldenen Schlüssel. Jetzt haben wir zwar keinen Strom mehr auf seinem Büro, aber wir brauchen immer noch den goldenen Schlüssel. Das ist gemein. Okay, dann, wenn das so ist, gehen wir in den Meeresbereich. Also nochmal zurück ins Theater, würde ich sagen. Ich habe heute Monopoly gespielt und zwar das mit Kreditkarte und zum ersten Mal. Was sehr interessant, mit Kreditkarte. Ich wusste gar nicht, dass es das gibt. Ist das wirklich dann so digital und so? Das ist ja spannend. Oh Gott, was ist das denn? Wir gehen einfach. Ich glaube, wir müssen nicht unbedingt jeden Kampf mitnehmen, ne? Wie mies das einfach ist. Wie mies das Spiel jetzt hier einfach ist, ne? Dass auch so unscheinbar so Giftfallen irgendwie rumstehen. Überall. An allen Ecken. Echt gemein. Seit wann hast du mit dem Spiel mit Crow Country? Wir haben gerade erst wieder angefangen. Hallo, Anton H. aus P. Was geht? Lang nicht mehr gehört, gesehen. Cool, dass du reinschaust. Oh, Pistolenmunition. Dankeschön, das ist nice. Die können wir brauchen. Wartet mal ganz kurz. A, nachladen, ja. Das ist für mich so unintuitiv, dass B schießen ist. Oh, Andor, ja, das ist auch ein cooles Brettspiel. Legenden von Andor, oder wie es heißt. Das habe ich tatsächlich auch gespielt, das ist nice. Und Arkham Horror, mag ich natürlich auch immer noch gerne. Das ist definitiv eine Falle. Da gehen wir nicht hin. In die Arkade. Lasst uns mal durch Neptuns Palast gehen. Ich habe halt keinen Orientierungssinn. Wartet mal. Der Aufzug. Der Aufzug ist jetzt hinter mir. Ich schaue nach unten. Das heißt, ich gehe jetzt da lang. Okay, genau. Gut. Siedler von Catan habe ich auch gespielt. Aber schon ewig nicht mehr. Und ich bin mir nicht sicher, ob ich jemals so ganz verstanden habe, wie das eigentlich funktioniert. Aber gespielt habe ich es. Ob richtig? Wer weiß. Okay, ich glaube, da waren wir noch nicht drin, weil da war immer Giftgas, oder? War anscheinend eine beliebte Attraktion. Lange Warteschlange. Viele Möwen. Ein Rad. Ich drehe mal lieber noch nicht am Rad. Ich drehe schon genug am Rad hier. Ja. Oh, sie ist nicht echt. Sie lässt sich nicht öffnen. Ich fühle mich irgendwie hintergangen. Ja, verstehe ich. Ich bin froh, dass uns das Spiel jetzt wieder so viel Medkits gibt. Die haben wir gebraucht. Oh, warte mal. Telefon klingelt. Wo ist denn hier ein Telefon? Im Backstage. Ich weiß nicht, wie wir da hinkommen. Ich kann mich nicht mehr erinnern an Siedler von Catan, da kann ich nichts dazu sagen. Das war doch immer so ein bisschen hier, man legt so die Landkarte quasi Stück für Stück und claimt dann Ressourcen und so weiter, ne? Okay, ich drehe jetzt mal am Rad. Passiert irgendwas? Nee, dann drehe ich mal in die andere Richtung. Irgendwie passiert nichts, oder? Tut sich nichts. Das fühlt sich gut an. Wenn man den Horizont so vor sich sieht. Ah, okay. Na gut. Es gibt auch ein Monopoly, wo man klauen darf. Ich wusste gar nicht, dass es so Monopolys mit so Sonderregeln gibt. Guck mal, ich könnte aber irgendwie mit dem Boot hier fahren. Ah, okay, indem ich einfach A drücke. Na dann, let's go.
Das macht Spaß, aber von hier aus kann ich die Steuerung der Fahrt nicht bedienen. Ach so, scheiße. Ja. Wir müssten irgendwie da rein. Und es sollte hier angeblich eine Tür geben, die da reinführt, wenn ich der Karte glaube. Beziehungsweise braucht... Ah, weiß ich jetzt nicht genau. Wie bringen wir das Boot zum Starten? Die Steuerung fürs Boot ist wahrscheinlich da gegenüber, ne? Die Schatzkiste ist nicht echt. Ich glaube, das Rad ist wahrscheinlich auch nur ein Gag, oder? Ich drehe es jetzt mal nochmal ganz weit nach links rüber oder so. Aber ich habe das Gefühl, da passiert nichts. Ich habe ein Zelda-Monopoly tatsächlich irgendwo hier. Habe ich aber, glaube ich, nur ein einziges Mal gespielt. Es gibt ja auch Leute, die sammeln Monopolys, ne? Diese ganzen verschiedenen Bretter, die es so gibt. Ich glaube nämlich, ich müsste die Tür hier öffnen für Mitarbeiter. Und da brauche ich einen goldenen Schlüssel dafür. Oh, Schrumpflintmunition im Mülleimer, nett. Und einen goldenen Schlüssel haben wir nicht. Ha, aber es wird mir schon angezeigt, dass es da noch ein Rätsel gäbe, ne? Aber ich schau noch mal rein. Nicht, dass wir was übersehen haben. Aber ich wüsste jetzt nicht, was wir mit dem Rad hier machen könnten. Die Kiste ist nicht echt. Hier gibt es die Sitze. Ich kann mal alle Sitze durchprobieren, ne? Wenn ich mich schon da reinsetze, dann wenigstens in die Mitte. Ach so, okay, sie will nur in der Mitte sitzen. Na gut, dann hat es damit wahrscheinlich auch nichts zu tun. Und da drüben klingelt das Telefon. Und da ist irgendwie eine Tür zur Ride Area. Aber wenn das Boot nicht losfährt, hilft uns das nichts. Und da hinten wäre der Eingang. Aber da komme ich... Aber der Eingang wird uns überhaupt nicht angezeigt auf der Map, den wir da sehen. Boah, keine Ahnung. Ich könnte mal versuchen, höchstens vielleicht mit der Pistole irgendwie hier so auf den genau das da zu schießen. Aber kommt mir nicht sehr sinnvoll vor. Nee, okay. Ich glaube, das lassen wir. Nee, dann weiß ich es nicht. Dann weiß ich es nicht. Dann gehen wir einfach. Aber was machen wir dann jetzt? Das ist jetzt irgendwie blöd. Ich dachte, wir kommen jetzt weiter. Aber jetzt können wir in Crows Büro nicht weiter. Und jetzt komme ich hier nicht weiter. Wir haben jetzt eine Flasche, um Säure zu transportieren. Aber woher bekomme ich eigentlich Säure? Oh, guck mal. Warum ist da ein riesiges Fragezeichen? Anlieferungsgarage, seht ihr das? Riesenfragezeichen in der Anlieferungsgarage. Hä? Oh, guck mal, da sind Fußspuren und die Tür ist jetzt offen. Aha, das ist neu. Das ist neu hier. Ich habe ein bisschen Angst, aber wir kriegen das schon hin. Ganz ruhig bleiben. Alle ruhig bleiben, keine Panik. Wir schaffen das schon. Hier liegt viel Pistolenmunition. Auch das beunruhigt mich. Okay. Mitarbeiterinfo. Mir ist aufgefallen, dass es einen Aufzug hinter der Riesenkrähe gibt. Ob der wohl irgendwo hinführt? I guess. Ist jetzt mal, weißt du, wild guess von mir, aber wahrscheinlich führt der irgendwo hin. Ob den wohl irgendjemand benutzt? Irgendwie scheint er ständig ausgeschaltet zu sein. Erst dachte ich, er wäre kaputt, aber dann sagte mir jemand, es gäbe in Crows Büro einen Knopf, mit dem man ihn einschalten kann. Okay, wir brauchen aber jetzt erstmal den goldenen Schlüssel, sonst kommen wir nirgends hin. Oh Gott, ist das Bosszeit hier? Da steht eine riesige Kiste, ey. Und die geben mir so viel Munition. Ich habe echt Angst. Ah! Ich will nicht, dass da gleich was aus der Kiste platzt, aber es wird passieren. Hallo. Na? Alles gut? Da ist ein Zettel. Oh,
ich muss mir das mal irgendwo aufzeichnen. Wartet mal, ich hoffe, da platzt jetzt nichts aus irgendeiner Box, während ich hier aufzeichne. Hier geht's los und dann oben, schräg bis unten, zack, Mitte rüber. Ich verstehe noch nicht, was mir das sagen will, aber irgendwas wird es uns schon sagen, ne? Das finden wir dann schon raus. Aha, kann ich das Ding schieben? Ein großes Medkit habe ich gerade gefunden. An der Box, in der Box, ich weiß es nicht. Delivery Zone, keep area clean. Eine große Holzkiste. Ich glaube, das ist... Soll ich sie öffnen? Warte, noch nicht. Ich hole mir da hinten noch die Schrotflintenmunition. Okay. Öffnen wir sie. Vielleicht sollte ich das nicht machen. Öffnen. Okay. Hey, das finde ich sehr lustig. Das finde ich wirklich, wenn jetzt wirklich kein Bosskampf hier kommt, finde ich das extrem lustig, weil die nicht nur durch dieses Klopfen und die Platzierung der Kiste und so weiter und der Beleuchtung so ein Gefühl von, okay, jetzt kommt der nächste Boss erzeugt haben, sondern die haben auch überall Munition hingelegt, ne? Ein großes Heilmittel, Schrotflintenmunition, Pistolenmunition. Und als erfahrener, videospielaffiner Mensch ist das das echte Anzeichen dafür, dass jetzt wirklich ein Bosskampf kommt, ne? Das ist, also... Setting und so weiter, das kann einem alles hinters Licht führen, aber die Platzierung von Items, die spricht eine deutliche Sprache. Und wenn jetzt da wirklich nichts kommt, dann haben die das sehr geschickt gemacht, dass die eben auch durch die Itemplatzierung hier einem hinters Licht führen. Finde ich ganz, ganz gut. Ganz, ganz gut finde ich das. Okay, Julie sagt Hallo. Hatten wir Julie schon? Hatte Julie eine Stimme? Ich sag, Julie klingt so. Hallo? Julie, was ist passiert? Wenn du mir hier raushilfst, sag ich's dir. Ja, wir helfen ihr natürlich. Natürlich, ich hol dich da raus. Das ist nicht mal einen roten Hering, aber sowas von, ja. Das ist Red Herring der Meisterklasse. Ah, danke, dass du mir geholfen hast. Wie bist du denn in diese Kiste gekommen? Ein Kerl hat mich von hinten geschubst und mich reingeworfen. Ein Kerl? Wer war's denn? Keine Ahnung, ich habe sein Gesicht nicht gesehen, aber seine Hände waren sehr verschwitzt. Widerlich. Ja, schön war es wirklich nicht. Ich frage mich, ob es vielleicht Marvin war. Ich glaube, der schwitzt bestimmt stark. Welcher Marvin? Ach nichts, keine Sorge. Ich habe nur laut gedacht. Es freut mich, dass du in Sicherheit bist. Jetzt hast du dir schon... Jetzt hast du mir schon zweimal geholfen. Sag Bescheid, wenn ich mich irgendwie erkenntlich zeigen kann. Ja, danke, mach ich. Hast du zufällig irgendwo einen Goldschlüssel gefunden? Das wäre zum Beispiel gut. Kann ich irgendwas für dich tun? Vielleicht. Ich hätte da in der Tat eine Bitte. Ah, ich muss durch die Bootsfahrt im Meeresreich. Die sieben Weltmeere? Jupp. Ich habe deine Hilfe beim... Was? Ich könnte deine Hilfe beim Bedienen der Steuerung brauchen. Hast du die Tür zum Kontrollraum geöffnet? Noch nicht. Du brauchst den goldenen Schlüssel, um die Tür zu öffnen. Ich habe irgendwo eine Info gelesen, dass er im Theater in der Märchenstadt ist. Sobald die Tür im Kontrollraum offen ist, komm zurück und sag mir Bescheid. Ich werde dir gern helfen. Danke, Julie. Okay, wir brauchen Säure. Säure, Säure, Säure. Was ist das da? Okay, leerer Akku oder sowas? Voller Akku? Roboter bedienen. Das verstehe ich, das verstehe ich. Und was ist hier noch? Ich glaube, ich habe ihn herausgefunden. Bronzeschüssel, Kurbel, Rubin, Kette, Maske, Dreizack, silberner Schlüssel, Datendisk, Säureflasche füllen, goldener Schlüssel, große Batterie aufladen. Ist das anstrengend? Das ist ein guter Hinweis. Jetzt passt mal auf. Bronzeschlüssel haben wir. Kurbel haben wir. Rubin haben wir. Kette haben wir. Maske haben wir. Für was? Die Maske haben wir schon benutzt. Stimmt. Dreizack haben wir. Silberne Schlüssel haben wir. Datendiskette haben wir. Säureflasche haben wir, aber nicht gefüllt. Die Säureflasche füllen ist jetzt unsere nächste Aufgabe. Dann können wir uns den goldenen Schlüssel holen und dann öffnen sich wieder ganz viele neue Wege für uns. Jetzt gehen wir mal da lang.
YouTube-Chat funktioniert. Ich sehe euch. Ich sehe euch. Oh, ich dachte kurz, ist das etwa Säure? Aber nee, hier werden, glaube ich, die Kupferteile, die um das Gold rum sind, unten, ne? Die werden hier verbrannt. Das Gold wird da hinten, genau, gesammelt. Aber hey, mit dem Kupfer. Kupfer ist doch auch fucking viel wert, oder? Warum schmelzen die das nicht auch ein? Aber gut, okay. Ich schätze, wenn man unendlich viel Gold zur Verfügung hat, braucht man nicht nochmal Kupfer zusätzlich. Was auch immer da drin ist, brennt. Riecht übel. Davon bekomme ich Kopfschmerzen. Oh, das sieht ein bisschen gelblich, lila aus, oder? Ist das eine Falle oder nicht? Oder liegt es nur an der Beleuchtung hier? Ich versuch's mal. Ich kann es nicht sagen. Ich wusste es. Ich wusste es und hab's trotzdem gemacht. Aber wir sind noch fit, alles ist gut. Ein Computerbildschirm. Nichts als flimmernde Zahlen. Davon verstehe ich nichts. Na gut, sieht so aus, als könnte ich hier jetzt gerade zumindest nichts machen. Fragile? Schießen wir mal drauf. Ja, so fragile scheinbar auch wieder nicht. Na gut. Was ist das? Ein kleiner Kanister mit Benzin. Na gut, okay. Schrotflintenmunition noch gefunden. Wie füllen wir die Säure auf? Ich glaube, ich muss zum Orakel. Oh, da ist was drin. Oder ist da was drin, sagt sie. Na gut, okay. Eine Limonadendose. Sehr gut. Okay. Füllen wir das Glas irgendwie mit Säure. In ihr kann Säure aufbewahrt werden, aber sie ist derzeit leer. Könnt ihr euch erinnern, dass wir irgendwo mal Säure hatten? Mir wird jetzt gerade auch nur noch das Theater rot eingekreist. Im Theater... Ach so, warte mal, ich kann in den Untergrund gucken. Oh, Stromschlagmaschine. Die ist eingekreist. Aber warum? Was mache ich denn in der... Was mache ich denn mit der Stromschlagmaschine? Verstehe ich nicht. Also wenn es mal einen Nachfolger von dem Spiel oder einen geistigen Nachfolger gibt, dann würde ich, dass die Gegner am Ende nicht so gespammt werden, verbessern. Das geht mir auch so. Ich finde, das ist ein bisschen zu viel. Es ist ja normal und voll okay, dass... auch in so Horrorspielen am Ende der Action gerade zunimmt, aber gerade unten in den Gängen, das war ein bisschen over the top. Dass da wirklich die Gänge einfach vollgestopft waren mit den verschiedensten Kreaturen, das war ein bisschen zu viel. Ich kann mich leider nicht an Säure erinnern, nee, ich auch nicht. Wo ist Barry, wenn man ihn braucht? Barry! Where's Barry? Der hätte bestimmt seine Waffe gegen lebende Dinge. Verdammt nochmal. Wartet mal, gibt's im Untergrund Geheimnisse? Nee. Okay. Stromschlagmaschine. Aber in der Stromschlagmaschine kriege ich, glaube ich, auch keine Säure. Säure. Ich gehe mal in den Hauptbereich wieder zurück, ne? Ich gehe jetzt erstmal ins U-Boot, weil da können wir speichern. War Säure nicht bei der Meerjungfrau? Nee, ich dachte nicht, da war nur so ein Wassertank. Und ich glaube eben, in dem Wassertank müsste ich Säure reinfüllen. Und dann würde die schmelzen und ich krieg den Goldschlüssel. Und dann haben wir wieder super viele Türen, die wir dann öffnen können. Aber wir brauchen jetzt erstmal Säure. Ja, es sind Säuregranaten, die Waffe gegen lebende Dinge. Da waren wir auch noch nicht. Ist auch ein goldener... Na, der Griff ist kaputt. Okay, na gut.
Du hattest, glaube ich, irgendwann mal gelesen, dass im Keller Säure ist. Ah, okay, okay. Wir haben die Statue eh nur so selten benutzt, dass ich das jetzt mal nochmal machen werde. Du hast noch 9 Credits. Möchtest du dein Schicksal wissen? Ja. Irgendwo unter der Erde ist ein Säuretank. Okay, ja genau. Dann stimmt das auch. Danke, Alex. Oder Alex. Dann gehen wir jetzt in den Untergrund und klappern dann nochmal alles ab. Ich hoffe, die Gegner sind nicht respawned. Das waren echt viele nämlich. Die sollen bitte tot bleiben. Fände ich gut. Hä? Aha. Ich konnte mich nicht mehr erinnern. Ich wusste nicht genau, was jetzt passiert. Oh! Geh weg. Jawohl, Gift auch noch. Also wirklich. Wir fahren jetzt in den Untergrund. Okay, suchen wir mal den Säuretank im Untergrund. Klappern wir einfach nochmal systematisch alles ab. Habe ich wohl was übersehen oder so? Immerhin habe ich jetzt schon ein bisschen leiser gemacht, ne? Ja, genau, da sehen wir auch nochmal, ne? Meerjungfrau unterm Kopf, goldener Schlüssel. Okay, ich glaube das... Ah, warte mal, gehen wir nochmal rein, da war Schrotflintenmunition, habe ich gesehen. Ja, wegen der Sounds habe ich das Spiel deutlich leiser gemacht und trotzdem ist das noch ganz schön unangenehm einfach hier, ne? Unangenehm. Ich will nicht, dass mein Akku leer geht. Muss weitergucken. Ja, ich will auch nicht, dass dein Akku leer geht. Sonst verpasst du was. Aber wie, ne, wie immer landet natürlich alles auf meinem Let's Play und Stream-Kanal. Keine Sorge. Warum zur Hölle ist das so laut? Das ist eine sehr gute Frage, die ich dir leider auch nicht beantworten kann. Ich bin auch kein Fan davon. Das ist ein bisschen zu krass, finde ich. Ein bisschen zu krass abgemischt hier. Das soll uns wahrscheinlich zeigen, wie krass und mysteriös und unheimlich es hier unten ist. Aber ich finde es auch ein bisschen zu heftig. Ah, ein großer Tank. Säure tropft kontinuierlich aus dem Rohr. Der Gestank ist fast unerträglich. Gegenstand benutzen. Nein. Säureglas. Mit bloßen Händen das zu machen, ist trotzdem echt gefährlich, aber gut, okay. Der Sound ist irgendwie wie bei Silent Hill 4, wenn dich die Geister jagen. Ja, nur noch lauter und nerviger irgendwie, oder? Okay, wir haben jetzt eine Säureflasche, die mit hochgradig ätzender Säure gefüllt ist. Passt, das ist gut. Jetzt müssen wir nur wieder an die Oberfläche. Den nächsten Aufzug nehmen wir. Was das hier ist, haben wir auch noch nicht gelöst, ne? Eine Art Hightech-Schloss. Können wir draufdrücken, dann passiert irgendwas. Also mindestens einmal müssen wir wahrscheinlich noch hier runter. Oh. Puh, ist das unangenehm. Ach, guck mal, zufällig bin ich jetzt wieder hier rausgekommen. Wollte ich gar nicht, aber finde ich gut. Hier sind keine Monster zumindest.
Okay, Theater, genau. Gehen wir jetzt über den Hauptbereich einfach hoch. Sehr gut. Wisst ihr was, dann gehe ich gleich nochmal ins U-Boot speichern. Perfekt. Gespeichert. Moment mal. Nee, Quatsch. Hier müssen wir hoch. Die Rennschuhe sind schon cool, aber gleichzeitig schlittert man ganz schön rum. Macht Sprinten auch ein bisschen gefährlich. Okay, Theater ist die letzte Tür rechts. Zack, ich muss aufpassen, hier ist nur wieder ein Gegner drin, ne? Okay. Oh, nicht nur einer. Oh, eins von den Zombie-Babys ist wieder wach geworden. Oh, ich wurde anscheinend verletzt. Ich dachte, der hat mich nicht getroffen. Na gut, okay. Zombie-Baby, bleib bitte tot. So, und ich schätze mal, dass ich jetzt hier in dem Wassertank die Säure fülle. Und jetzt lasse ich es regnen. Und dann schmilzt der wahrscheinlich der Kopf. Schmelze, Kopf! Schmelze! Warum schmilzt der Kopf nicht? Habe ich was falsch gemacht? Das Wasser ist jetzt definitiv grün, ne? Die Säure wirkt sich nicht auf den Holzkopf der Fee aus. Vielleicht muss ich zunächst etwas anderes tun. Okay, ich verstehe. Und jetzt schmelzen wir das Bernstein oder was das ist. Okay, cool. Dann holen wir uns den Schlüssel. Klemmt immer noch. Achso, okay, passt. Goldener Schlüssel. Nice. So, jetzt pass auf. Jetzt können wir in Crows Büro. Das ist auch gleich gegenüber. Da unten können wir jetzt bei den 7 Weltmeeren rein. Und da, ich glaube tatsächlich, das war's. Ne? Es sind tatsächlich, glaube ich, nur die 2 Räume. Aber gut. 2 wichtige Räume. Ich glaube, es geht Richtung Finale. Wir sind so ziemlich fertig hier. Wir sind definitiv so ziemlich durch. Ich meine, es gibt sehr unterschiedliche Säurearten. Ich bin jetzt auch nicht mehr so im Chemiesäure-Game drin, ne? Keine Ahnung. Aber es ist durchaus plausibel, dass eine Säure gegen einen gewissen Stoff, zum Beispiel gegen Organisches, überhaupt nicht hilft oder sehr stark und gegen andere Sachen gar nicht. Also, dass es eine Säure gibt, die jetzt irgendwie Holz nicht so gut zersetzen kann, aber dafür irgendwie Gestein, das kann ich mir schon vorstellen. Das ist nicht so unrealistisch. Aber wir haben ja schon gelesen, dass es hier einen Knopf gibt, damit wir den geheimen Aufzug unter der Krähenstatue im Eingangsbereich öffnen können. Deswegen kann hier noch nicht das Finale sein. Aber ja, letztendlich war das der zentrale Ort, wo wir von Anfang an hin wollten, ne? Emory University. Nach dem Abschluss des Studiengangs erhalten Edward L. Crowe den Doktortitel im Fach Biochemie. Der könnte uns das besser erklären, glaube ich. Hallo Ed, wir haben die Inspektion nicht bestanden. Sie haben erkannt, dass das Erz nicht von hier stammt. Die brasilianischen Behörden wollen wissen, wo das Gold wirklich herkommt. Das wird zu gefährlich. Ich komme zurück nach Georgia. Bis bald, Marvin. Oder Marv.
Zahlencode für den Kontrollraumaufzugschalter. Meine erste ist im Grinser, aber auch im Kobold. Meine zweite ist im Gast, aber nicht in der Pfütze oder der Spindel. Meine dritte ist im Stamm und im Kobold, aber nicht in der Pfütze. Meine vierte ragt durch ihre Abwesenheit heraus. Ich befürchte, ich muss mir das irgendwie notieren. Das ist wahrscheinlich wichtig. Wo ist irgendwas? Wo ist mein Block? Wo ist mein kleiner Notizblock? Egal, ich habe hier noch ein bisschen Platz. Also, eins, Grinsen und plus Kobold. Zwei, Gast minus Pfütze minus Spindel. Drei, Stamm plus Kobold. Ich habe da ehrlich gesagt im Vorfeld überhaupt nicht dran gedacht, aber jetzt, wo ich so notiere, könnte es wirklich sein, dass das Mathe-Rätsel ist, oder? Dass ich gleich Zahlen finde, die für diese Objekte stehen. Dass ich es wirklich ausrechnen kann. Meine vierte nicht vorhanden. Vierte ist X. Okay, let's go. Wahrscheinlich muss ich jetzt irgendwo einen Projektor anmachen, aber gehen wir erstmal ins Telefon. Oh, eine Goldstatue. Ah, hier, Telefon. Let's go. Hallo? Ich hatte nie einen Plan für das ganze Gold. Es wurde rasch zu einem Problem. Wir konnten es nicht verkaufen. Das hätte die Leute auf uns aufmerksam gemacht. Wir hatten zu schnell, zu viel und die Form dieser Zylinder. Normal läuft es halt anders, oder? Doch dann hatte ich eine Idee. Was, wenn es normal liefe? Oder wenn wir zumindest so tun, als würde es normal laufen? Also dachte ich mir mit Marvin einen Plan aus. Alles, was wir brauchten, war der richtige Ort. Eine verlassene Goldmine. Marv fand eine in Südamerika, in Brasilien. Und weißt du was? Es hat funktioniert. Zumindest eine Weile lang. Okay. Bei 3 fehlt bei deinen Notizen noch minus Pfütze. Ach so, echt? Warte mal, muss ich noch mal kurz gucken. Stamm plus Kobold minus Pfütze. Nee, habe ich aufgeschrieben, wenn ich es nicht gesagt habe. Hi, Melon. Okay, schauen wir mal den Fernseher an. Alle paar Sekunden erscheint etwas auf dem Bildschirm. Ich wünschte, es wäre nicht so. Ja. Das sieht auch irgendwie ein bisschen Alien aus, ne? Können wir... Nee, können wir nicht. Kugelsicherer Bildschirm, man kennt's. Okay, auf dem Foto ist offensichtlich ein geheimer Knopf. Da ist also Edward Crow und seine Frau, Tochter? Man weiß es nicht. Ich zieh mal am Rahmen. Und die Goldstatue betritt den Raum. Oh, geheimes Hinterzimmer. Oh, warte mal, was? Da ist ein Lagerfeuer und alles? Ziemlich hübsch. Na gut. Sie besteht komplett aus Gold. Jacqueline Crow, 1948 bis 82, geliebte Gattin und Mutter. Das ist wahrscheinlich die Frau auf dem Foto. Ist hier unglaublich, unendlich viel Medkit? Kann ich mir hier so viel Medkits holen, wie ich brauche? Leider kann ich nicht mehr mitnehmen, aber gut. Noch mehr Golderz. Abfall mit einem Apfelgehäuse. Haben wir die Notiz hier schon gelesen? Ich meine schon. Was ist das hier noch? Elektronisches Bedienfeld, Kontrollraum, kein Zugriff für Unbefugte, Knopf drücken. Okay, wir haben gerade hier sehr viele neue Möglichkeiten. Schauen wir mal, ob der Projektor noch funktioniert. Warte, warte, zurück, 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 zurück. Ich kann das leider nicht lesen. Ah, sehr gut. Oh, wir kriegen hier eine Vorstellung der einzelnen Gegnertypen. Das finde ich ja auch irgendwie schön. Das sieht ja irgendwie, das ist ja auch nett. Aktennummer 5592 Grinser.
tauchten nach 70-prozentigem Abschluss der Wurzelgrabung auf. Sie sind Zweibeiner, doch andere Ähnlichkeiten zum menschlichen Körper verschwinden zunehmend. Aus anatomischer Sicht unterscheidet sich jedes Exemplar enorm vom anderen. Das waren die, die oben so Stacheln haben und die ganze Zeit so mich headbumpen wollen. Und hier haben wir jetzt diese Pfützen mit den großen Gesichtern. Die 3973 Pfütze. Ein passender Name, ja, so hätte ich die auch genannt. Witzigerweise. Taucht nach 80-prozentigem Abschluss der Wurzelgrabung auf. Hoffentlich ist das mein letzter Eintrag, denn ich kann mir nicht vorstellen, wie künftig noch irgendetwas anderes auftauchen könnte. Bei den Pfützen tritt eine ausgedehnte Zellnekrose auf. Sie schmelzen im wahrsten Sinne des Wortes. Hey, ich frage mich wirklich, wenn hier die Aktennummer 3762 ist, wie viele Akten gibt es dann, die wir nicht gesehen haben? Aber gut, Gast. Über Gäste haben wir ja schon gelesen und haben auch schon viele gesehen. Taucht nach 50-prozentigem Abschluss der Wurzelgrabung auf. Von so einem wurden wir ja auch verwundet als Kind, ne? Die einzelnen Exemplare variieren, aber sie haben zumeist nach wie vor ein menschliches Aussehen. Das Verstörende sind die nicht verbalen aus Abschluss der Wurzelgrabung auf, zum gleichen Zeitpunkt wie die Spindel. Bei den Stämmen lässt sich... Oh nein! Wir haben schon wieder einen Stream-Ausfall auf Twitch. Ist YouTube noch da? Ist YouTube noch da? Instabil. Auf YouTube läuft es noch, ne? Auf Twitch gibt es immer wieder Probleme jetzt in letzter Zeit. Ich frage mich wirklich, ob das an Twitch liegt oder an mir. Aber wenn auf YouTube nichts ist, ne, dann ist es komisch. Läuft noch, ich bin da, ja, war nur 5 Sekunden weg, läuft noch. Okay, keine Ahnung. Hing gerade kurz bei YouTube. Ja, machen wir weiter. Wird schon passen. Aha, auf Twitch sind anscheinend auch wieder Leute da, oder? Hallo, okay, passt. Dann weiter geht's. Stamm taucht ja zur gleichen Zeit aus wie Spindel. Bei den Stämmen lässt sich das entgegengesetzte Phänomen beobachten. Da sie über jede Menge Muskeln und Fett verfügen, sind sie hart und fest. Vielleicht ist das der Grund dafür, warum die Spindel nicht genug Fleisch haben. Okay, dann sind wir jetzt durch. Aber das hat uns jetzt... Weil guck mal, bei der Tafel, wo das Rätsel war... Ah, Pfütze, Stamm, das sind Gegnertypen. Ich verstehe das Rätsel, alles klar. Jetzt passt auf. Irgendeine vierstellige Zahlenkombination, ich weiß nicht genau welche, aber jetzt passt mal auf. Wir brauchen die Grinser, das sind die hier. Und die Grinser haben die Nummer 5592. Die schreibe ich jetzt mal auf. Und jetzt brauchen wir die Kobolde. Die Kobolde haben die Nummer 1739. Und die einzige Zahl, die in beiden vorkommt, ist die 9. Das heißt, unsere erste Zahl ist die 9. So funktioniert das Rätsel. Okay, cool. Das schaffen wir. Die Streamausfälle auf Twitch sind ziemlich komisch. Wie kommen die zustande? Hey, ich habe keine Ahnung. Vielleicht liegt es an mir. Vielleicht ist bei mir irgendwas kaputt. Aber es passiert auch immer... spät nachts, ne? Keine Ahnung, ich kann es echt nicht sagen. Ärgern tut's mich, weil am Anfang oder jetzt lief so lange immer alles gut und in letzter Zeit passiert das oft, aber immer erst irgendwie so 9:10 rum. Davor alles gut, ne? Ganz komisch. Ist immer echt blöd, weil auf YouTube ist es scheinbar kein großes Problem, da läuft der Stream mit einem kurzen Aussetzer weiter, aber auf Twitch wird der Stream beendet und startet neu. Und das führt dazu, dass die Leute nicht mehr zurückfinden. Die meinen, es ist vorbei oder, ne, weißt du, da sind dann irgendwie 50 Leute da und dann gibt es den kurzen Aussetzer und dann sind irgendwie noch 9 da. Und das ist halt wirklich irgendwie schade und ein bisschen frustrierend. Aber okay, wir machen jetzt weiter. Also,
Wir haben jetzt die erste Zahl ist 9. Jetzt brauchen wir den Gast. Gast ist die Nummer 3, 7, 6, 2. Dann brauchen wir Pfütze. Pfütze ist die Nummer 3, 9, 7, 3. Und dann brauchen wir noch Spindel. Spindel ist 6413. Und jetzt brauchen wir die Zahl aus Gast, die nirgends anders vorkommt. 3 kommt bei Pfütze vor, 7 kommt bei Pfütze vor, 6 kommt bei Spindel vor, 2 kommt nirgends vor. 2 ist die zweite Zahl. Okay, cool. Dann brauchen wir jetzt Stamm. Ich hoffe, du schaffst es, die Komplikation aus dem Weg zu schaffen. Ey, keine Ahnung. Ich befürchte, ich habe keinen Einfluss drauf. Ich wüsste ehrlich nicht, woran das liegen könnte. Also entweder ist das mein Internetanbieter oder Twitch. Wobei, wenn auf YouTube auch ein kurzer Aussetzer war, dann tippe ich eher auf meinen Internetanbieter. Oder es ist ein Problem mit Streamlabs hier. Keine Ahnung. Ich kann mal alles updaten und so weiter, aber ja. Kobold haben wir oben eh schon stehen, das ist 1739. Und Pfütze hatten wir auch schon, das ist 3973. Jetzt brauchen wir eine Zahl, die sowohl bei Stamm als auch Kobold, aber nicht in Pfütze vorkommt. Und das dürfte die 1 sein. 1 würde passen, 3 passt nicht, 4 passt nicht, 7 passt nicht. Nee, okay. Dann ist es die 1. Und jetzt kommt die Zahl, die sonst nirgends vorkommt. Da muss ich jetzt nochmal alles durchgehen. Wartet mal schnell. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Und jetzt fangen wir mit Gast an. Da können wir schon mal die 3, die 7, die 6 und die 2 streichen. Weiter geht's. Hier können wir die 1, die 7, die 3 und die 9 streichen. Hier können wir die 6, die 4, die 1 und die 3 streichen. Dann gibt es schon nur noch 5 und 8. Keine 5, keine 8. 5 ist weg. Das heißt, es ist die 8. Schaue ich nochmal schnell durch, dass ich keinen Fehler gemacht habe. Nee, 8 kommt nirgend vor. Also, wir haben den Code 9218. Ich weiß ehrlich gesagt nicht für was, aber gut. Nehmen wir noch ein großes Medkit, nehmen wir gerne mit. Eine Zeitschrift. Brauchen wir nicht. Aber ist das ein Speicherraum? Ah ja, tatsächlich. Nice. Okay. Gegengift nehmen wir auch gerne mit. Speichern wir mal. Es wankt hin und her. Lebt es? Ha, ist das dieses goldene Ding? Ist das irgendeine Alien-Lebensform, die irgendwie, wisst ihr, aus Gold besteht oder so? Edward Crowes Tagebuch. Alter 10,5. Samstag. Ich freue mich ja so. Morgen... Morgen gehe ich mit Papa in Condor Country zelten. Gleich hinter dem Fluss. Papa sagt, es wäre bloß ein Name, schließlich gäbe es keine Kondore in Georgia, aber ich freue mich trotzdem auf diesen Ausflug. Ich bin nachts gerne draußen. Sonntag. Papa und ich haben beim Zelten etwas Merkwürdiges gefunden. Ein grün glänzendes Ding steckte in der Erde. Es wackelte wie ein kleiner Käfer hin und her, aber Papa sagt, es wäre kein Käfer, sondern es bestünde aus Metall. Montag. Wir haben ein weiteres wackelndes Metallding gefunden, ein paar hundert Fuß südlich vom ersten. Papa wollte wissen, woraus es besteht. Er schnitt die Spitze mit seinem Campingmesser ab. Im Inneren ist ein anderes Metall. Es sieht aus wie Gold. Dienstag. Noch 2 von den glänzenden Dingern. Es gibt insgesamt 4. Papa sagt, es könnte vielleicht noch mehr geben.
Mittwoch. Papa hat Concord Country gekauft und dazu ein paar Hektar auf beiden Seiten. Er sagt, wir können es umbenennen, wenn wir wollen. Es begann also alles schon mit seinem Vater. Es ist ein Familienunternehmen hier. Oh, guck mal, da oben steht auch eine Zahl. Und zwar 9218. Das ist die Lösung für das Rätsel gerade. Hätte ich mir auch sparen können. Oh! Das hat mich erschrocken. Hallo, Natalie. Natalie. Wie geht's dir? Nicht gut. Nicht gut. Tja, mir geht's auch nicht gut. Ist das deine Mutter? Ja. Sie ist vor einiger Zeit gestorben. Das tut mir leid. Das ist eine schöne Statue. Das ist pures Gold. Ja, sie war sicher sehr teuer. Dein Vater hat wohl keine Kosten gescheut. Hast du ihn schon gefunden? Mr. Crow? Nein, noch nicht. Ich suche nach wie vor nach deinem Vater, aber ich habe eine ziemlich konkrete Ahnung, wo er sein könnte. Ich muss nur den zentralen Aufzug nehmen. Mara, was hast du vor? Wenn du ihn findest... Ich muss mich mit ihm unterhalten. Wirst du ihn töten? Was? Nein, natürlich nicht. Glaub nicht, ich würde die Waffe in deiner Hand nicht sehen. Und dein Gesicht sehe ich es auch an, dein Gesicht. Du hast die Entscheidung schon gefällt. Natalie. Ich weiß, dass er schlimme Dinge getan hat. Sehr schlimme Dinge. Vielleicht kann es für ihn keine Vergebung mehr geben. Aber bitte töte ihn nicht. Bring ihn zu mir, okay? Ich möchte mit ihm sprechen. Heute könnte so oder so meine letzte Chance sein. Bitte, Mara. Okay. Warum kommst du nicht einfach mit? Nein. Ich will nicht wissen, was da unten ist. Ich werde hier warten. Okay. Okay, gut. Das hätten wir. Jetzt können wir hier noch in den Raum gehen. Und das mache ich jetzt auch. Der Kontrollraum. Kann ich nicht bewegen. Oh, guck mal, da schlägt irgendein Herz. Das Monsterherz. Da ist ein Monitor. Das sind die Bilder einer Überwachungskamera. Auf dem Bildschirm ist etwas zu sehen. Es bewegt sich. Soll ich es ansprechen? Ich spreche es an. Hallo, kannst du mich hören? Was bist du? Was willst du? Es antwortet nicht. Okay. Bussard Country, Falcon Country, Adler Country. Ja, genau. Es gibt theoretisch, ne, genug Namen für Nachfolger. Crow Country, Aufzug, Stromnetz. Eine Lampe fehlt. Die anderen vier sind grün. Eines rot. Oh, guck mal, da ist mein Auto. Bild einer Überwachungskamera. Moment mal, da ist mein Auto. Ich glaube, Arthur ist noch drin. Hey Kai, danke fürs Raiden mit einer Person. Wir haben hier leider gerade ein bisschen technische Probleme auf Twitch gehabt, aber ich glaube, jetzt geht's wieder. Schön, dass ihr da seid. Arthur, kannst du mich hören? Mara, bist du's? Ich sehe dich nicht, wo bist du? Ich bin in einem Kontrollraum. Ein Kontrollraum? Ist er cool? Ja, er ist wirklich cool. Ich bin neidisch. Du darfst ein echtes Abenteuer erleben. Arthur, wie fühlst du dich? Nicht allzu gut. Bleib einfach, wo du bist, okay? Mara, kommst du zurück, wenn wir gehen? Können wir gehen? Ja. Klar, ja. Ich bin bald wieder da. Okay, gut. Wahrscheinlich ist Arthur der letzte Boss. Wahrscheinlich ist das wieder ein Red Herring. Das ist gar nicht der letzte Boss. Arthur ist der letzte Boss. Oder, oh, das wäre so gut, wenn das jetzt hier so eine Entscheidung. Ich muss dann am Ende eine Entscheidung treffen und je nachdem rette ich Arthur oder das Herz oder irgendwie sowas, ne? Irgendwie so.
Aber Hauptsache, es ist ein cooler Kontrollraum. 9, 2, 1, 8. Kasten hat sich geöffnet. Ein Hebel. Ziehen. Jo, cool. Cool, dass ihr vorbeischaut, Kai. Okay, wir haben den letzten Aufzug aktiviert. Jetzt fehlt uns aber noch eine Batterie. Ah! Shit. Okay. Eiskalt erwischt. Das war das Monster auf der Sicherheitskamera. Alles klar. Darf ich jetzt gehen? Sicherheitstür, Freigabe. Bodenplattencode auf 1, 2, 3, 4, 5, 6 stellen. Bodenplattencode. Ah, warte mal. Ich verstehe. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Klappt nicht. Da steht 3, 4, 5, 6. Muss ich das mal versuchen? Ah, ich verstehe. Okay, ich muss nochmal von vorne anfangen, dann geht's. 1. Zwei. Ach, jetzt habe ich 2-2 gemacht. Natürlich. Das Game gibt's auf Steam auch, ja. Das ist wirklich sehr gut. Also ich habe vorher schon gesagt, gemeinsam mit Signalis, ach come on, ist das so ziemlich mein liebstes Retro-Horror-Spiel, das so in den letzten Jahren erschienen ist. Auch wenn das Rätsel hier gerade doof ist. Aber abgesehen davon, war es bis jetzt immer sehr cool. Okay, 1. Jetzt sehr vorsichtig sein. Nicht auf die 5 treten. 2. 3. 4. Ah! Puh. 5. Und 6. Jetzt aber. Jetzt muss ich aber nochmal was machen, Leute. Wir haben nämlich vorher noch einen Code gefunden, so ein Muster. Das würde hier jetzt sehr gut passen. Wo habe ich mir das wieder aufgeschrieben? Hier. Jetzt pass auf, das war ein ganz anderer Code, den wir hier gefunden haben. Wenn ich die Kamera mal so drehe, dann müssten wir hier bei 3 anfangen. Dann gehen wir auf 2 hoch. Dann schräg runter zu 4. Ach, ich kann das gar nicht mehr eingeben, oder was? Ja, dann weiß ich es auch nicht. Let's go. Scheiß drauf. Okay, cool. Das hätten wir jetzt alles erledigt hier, ne? Dann können wir jetzt aus Crows Büro raus, müssen jetzt aber nochmal in die 7 Weltmeere. Genau. Da können wir jetzt nämlich den goldenen Schlüssel benutzen. Dann kriegen wir, dann kann sie uns helfen, das letzte Rätsel zu lösen. Und dann, glaube ich, ist Endgame angesagt. Dann ist Endgame angesagt. Let's go. Also ich kann es wirklich empfehlen. Ich bin wirklich sehr positiv überrascht von dem Spiel. Ich habe im Vorfeld schon Gutes gehört. Ah, aber es ist wirklich, wirklich, wirklich toll. Also wenn man so klassischen Survival-Horror mag, dann kann man da wirklich, glaube ich, nichts falsch machen. Oh, come on. Arschloch. Einfach durchlaufen, falls da noch Monster spawnen. Ich will's gar nicht wissen. Ach, Gasfalle. Das habe ich von meinem einfach durchlaufen, ne? Aber zum Glück haben wir... Nein, das wollte ich gar nicht. Shit. Na, ist egal. Passt auch. So... Moment mal, kurz orientieren, da müssen wir lang.
wollte auch noch mal alle Reezy-Teile wegen deiner Videos spielen. Ja, ist schon echt cool. Obscur, ja. Obscur habe ich gespielt, aber nur den ersten Teil. Den zweiten habe ich tatsächlich noch nie gespielt. Aber ich könnte mir vorstellen, dass man Obscur vielleicht auch mal zu einem Bonusspiel macht. Wenn, ja, irgendwann mal. Ich habe tatsächlich sehr, sehr viele Spiele, die ich gerne als Bonusspiele noch spielen würde, hier in meinem alle Resident Evil Spiele durchspielen Run. Aber Obscur steht theoretisch auf meiner Liste. Den ersten kenne ich ja schon, aber den kann man mal wieder spielen, aber der zweite wäre interessant. Ja, vor allem zu zweit auch, ne, das stimmt. So, jetzt passt auf. Goldener Schlüssel hier benutzen. Hier hat das Telefon auch noch geklingelt, ne? Genau. Hallo? Du lebst noch. Ich weiß, dass es da oben gefährlich ist. Viele sind rausgekommen. Ich weiß, dass du deine Waffe hast. Hast du sie getötet? Die Gäste? Sie sind nicht in der Verfassung, weiterzuleben. Die zuletzt rausgekommen sind, erst recht nicht. Im Laufe der Wurzelgrabung ähnelten die Gäste immer weniger. Naja, einige von ihnen sind nicht mal mehr Zweibeiner. Sie dürfen Crow Country nicht verlassen. Wir dürfen nicht zulassen, dass sie andere infizieren. Was sind sie? Wer sind sie? Sie lassen sich nicht rückgängig machen. Mich würde echt interessieren, ob die da irgendwo aus dem Untergrund, aus einem Portal gekommen sind quasi, oder ob das mal Menschen waren. Darauf haben wir noch keine Antwort. Und ich weiß auch nicht genau, warum unsere Hauptfigur mit Crow eigentlich reden will. Warum sie eigentlich wieder hier ist, das alle wissen wir noch nicht, ne? Ich frage mich, ob Captain wohl wirklich diese Mütze tragen. Also beim Traumschiff schon. Dann wird's wohl stimmen. Oder haben mich die Zeichentrickfilme immer angelogen? Im Inneren befindet sich alte Pizza. Dafür bin ich nicht hungrig genug. Ja, wenn da schon Fliegen kreisen, hätte ich auch keinen Bock drauf. Die Bootssteuerung. Es bringt nichts, das Boot zu bewegen, wenn ich nicht drin sitze. Ja, genau. Wir wissen ja schon, wie wir das lösen. Ah, wartet mal. Eine Granate. Hey, ich vergesse immer, dass wir Granaten haben. Und wir haben so viele. Ich weiß gar nicht, ob ich die noch mitnehmen kann. Nee, tatsächlich. Wird Zeit, dass wir Granaten werfen. Hi, Crime. Was geht? Ja, die Frage ist, bezieht sich das Gäste von denen, der Name, bezieht sich das darauf, dass die mal Parkgäste waren oder weil es Gäste aus einer anderen Welt sind? So, ne, das kann ja alles sein. Kann ich was für dich tun? Ja, ich brauche deine Hilfe. Hey Crime, vielen, vielen Dank für dein Abo im 6. Monat. Crime Steve just resubbed vor 6 Monats. Gerade ReZero benutzt. Benutzt? Gespielt? Oder wie? Resident Evil Zero ist wirklich auch, wo ich jetzt alle nochmal gespielt habe, für mich so ein bisschen das Schwächste der klassischen Survival-Horror-Spiele. Aber ich habe es immer wieder gesagt, ne, es ist immer noch eigentlich ein gutes Spiel. Aber Resident Evil hat halt beendet. Ah, aber Resident Evil hat halt schon ein sehr hohes Niveau. Okay, ich hätte da in der Tat eine Bitte. Ich muss durch die Bootsfahrt am Meeresreich. Ja, den Dialog hatten wir ja schon. Ja, sie ist offen. Gut, Ich gehe zum Kontrollraum und du gehst zum Bootseingang. Wir sehen uns dort. Okay, perfekt. Ich frage mich, warum gestern das Wort Blutegel verboten wurde auf Twitch, von Twitch automatisch. Ja, wie gesagt, Blutegel kann man als Beleidigung benutzen, deswegen hat da Twitch wahrscheinlich einen automatischen Filter, auch wenn es weird ist. Sie hat sich die Captains Mütze aufgesetzt. Sehr gut, alles richtig gemacht. Bist du bereit, ins Boot zu steigen? Ich würde dir raten, dich in die Mitte zu setzen. Wegen der Balance, weißt du? Wow. Was? Na gut. Machen wir. Unsere Hauptfigur wollte sich ja sowieso in die Mitte setzen, ne?
Wie findest du Operation Raccoon City? Ehrlich gesagt nicht so scheiße, wie es damals, als es rauskam, alle gefunden haben. Ich finde das eigentlich sogar ganz witzig irgendwie. Da kommen wir ja auch noch hin, das dauert noch ein bisschen, aber ich finde das ehrlich gesagt unterhaltsam zumindest. Aber es ist natürlich ein sehr seltsamer Resident Evil Spin-off. Okay, ich glaube, ich bin bereit. Ich kann nicht garantieren, dass das ungefährlich ist. Sollte ich die Fahrt wirklich starten? Ja. Starte die Fahrt, Julie. Let's go. Ist das jetzt so Lightgun-Shooter? Muss ich jetzt irgendwie... Ich kann gar nicht zielen. Schauen wir mal. Oh, ein Wal, den wir rammen. Oh, Katze, erschreck mich doch nicht so. Wenn ich mich richtig erinnere, müsste der eigentlich aus dem Weg gehen. Kater. Nein. Nicht auf die Tastatur springen. Aber ich glaube, das wird manuell vom Steuerfeld aus gesteuert. Ich frage mich, warum Julie den Knopf nicht gedrückt hat. Oh oh. Steuerungskasten in der Schatzkiste. Okay, keine Ahnung. Egal, was ich drücke, es passiert erstmal nichts. Ich sehe keine Möglichkeit, die Tür zu öffnen. Okay, hier sind zwei Kisten. Ach, hier ist noch ein Schalter. Der größte und verzierteste Schalter, den ich je gesehen habe. Ziehen. Hi, Sonntag. Es hört sich wie ein Point of No Return an. Ja, ne? Ich glaube, ich habe jetzt die Tür da drüben geöffnet. Ich kann jetzt mal schauen, was mit Julie los ist. Vermutlich nichts Gutes. Ich lade mal lieber meine Schrotflinte. Ah, falsch. Ja. Okay, hier sind irgendwie zwei Kisten, an denen ich vier unterschiedliche Knöpfe aktivieren kann. Ist da gerade... Ja, da ist gerade eine Meerjungfrau aus dem Wasser gekommen. Wahrscheinlich hat es irgendwas mit denen zu tun. Okay. Ah, ich verstehe. Ich kann die Meerjungfrauen jetzt einzeln aus dem Wasser holen und zu mir bringen. Na, dann machen wir das. Fangen wir mal mit 1 an. Und dann fahren wir die Meerjungfrau Nummer 1 mal zu uns. Ich habe Angst, dass aus einer ein Monster springt. Aber, ne, irgendjemand muss den Job tun. Oder so. Die Batterie ist in schlechtem Zustand. Ich kann sie nicht verwenden. Ich sollte sie in Ruhe lassen. Ah, okay. Typischer Tomb Raider-Schalter, ja. Stimmt. Nein, Carter, bitte, jetzt nicht. Carterchen. Katzen sind so penetrant, wenn sie Aufmerksamkeit wollen, ne? Eine Batterie, die in ziemlich gutem Zustand ist, die nehmen wir mit. Das Problem ist, jetzt müssen wir die noch irgendwie aufladen, ne? Okay. Schauen wir uns mal noch die letzte Meerjungfrau an. Die Batterie brauchen wir nämlich für die große Krähe am Eingangsbereich. Und dann geht's Richtung Finale, glaube ich. Da ist nichts drin. Moment mal, warum haben die anderen überhaupt eine Batterie? Keine Ahnung. Hey, ich muss mal ganz kurz eine Pinkelpause einlegen. Ich bin sofort wieder da. Einen Moment.
So, ich habe gerade gesehen, irgendwas ist natürlich immer, ne, dass der Multistream seit dem Ausfall nicht mehr funktioniert und ich sehe die YouTube-Kommentare nicht mehr. Also tut mir leid, YouTube, wenn ich euch übersehen habe. Aber nee, Toni, keine Sorge, wir hören nicht vorzeitig auf. Wegen der technischen Probleme. Jetzt geht ja wieder alles. Jetzt geht ja wieder alles. Okay. Ja, nee, das ist falsch. Das ist richtig. Spiel wieder erfassen. So, passt. Oh-oh, oh-oh, oh-oh. Ich hab's befürchtet, da ist was rausgekommen. Da ist Blut am Boden. Shit. Da ist Blut dran. Es funktioniert nicht mehr. Ein Blutfleck. Und das ist Julies Brille. Was ist dir zugestoßen? Shit. Naja, habe ich befürchtet. Okay. Jetzt. Ja. Ich hab's. Ich wollte gerade sagen, wo laden wir jetzt die Batterie auf? Stromschlagmaschine. Stromschlagmaschine, Leute. Wir müssen jetzt noch zur Stromschlagmaschine und dann wieder auf dem Hauptplatz und dann ins Zentrum, ins Herz der Anlage. Endgame. Huh. Shit. Okay, ja, es wird, ich bin echt gehypt. Geiles Spiel. Ich freue mich jetzt echt schon. War es schon immer Nacht? Lagen da schon immer tote Monster auf dem Boden rum? Geil. Jetzt verändert das Spiel sogar nochmal überall die Lichtverhältnisse, ne? Es ist irgendwie dunkler, ruhiger geworden. Aber wir sind doch, sind wir nicht schon nachts hier angekommen? Aber fühlt sich definitiv anders an jetzt hier. Oder? Es war doch nicht immer so dunkel. Spinn ich? Spinn ich jetzt? Hm. Naja. Tschüssi, Arthur. Okay, dann nehmen wir jetzt einen Aufzug. Und zwar gehe ich jetzt einfach durch Neptuns Palast wieder nach oben. Ja, genau, so machen wir es. Okay. Jetzt sind wir leider wieder hier. Ohren zu halten. Aber wir sind hier hoffentlich nicht lange. Dachte, der Chat wäre abgestürzt. Nö, diesmal ist alles gut, glaube ich. Diesmal ist, glaube ich, alles gut hier. Dass hier unten ein Fahrrad steht, so ein pinkes Fahrrad, ist schon an sich irgendwie creepy, oder? Das hat hier nichts verloren. Okay, wartet mal. Moment, ich glaube, ich bin hier richtig, oder? Ja. Jetzt pass auf. Maschine, Stromschlagmaschine, Batterie benutzen und Knopf drücken. Oh, der füllt sich sogar in Echtzeit, der Balken. Das ist ja schön. Piep. Perfekt. Okay, wir haben eine aufgeladene Batterie. Ich habe die Batterie bereits aufgeladen. Ich muss es noch nicht nochmal benutzen. Okay, dann fahren wir wieder nach oben. Und dann, let's go! Ich will noch irgendwo speichern vorher. Unbedingt.
Wurde ja gerade den kleinen Staubsauger angemacht. Keine Ahnung wie. Naja, auch nicht schlecht. Dem Hund ist es zu dreckig. So, hier kann man irgendwo speichern. Das passt eh ganz gut. Ah ja, hier. An der brennenden Mülltonne. Let's go. So. Hoch in den Gruselwald und dann sind wir auch schon bei der Krähe. Ich bin jetzt echt gespannt. Ich glaube, ich bin hier falsch. Ich bin hier komplett falsch. Ich muss gegenüber und auch noch schräg gegenüber. Da müssen wir rein. Es ist definitiv dunkler geworden. Gruselgebirge schön und gut, aber so dunkel war das vorher nicht, oder? Ich spinne nicht. Ich bin nicht wahnsinnig geworden. Nee. Definitiv sehr viel dunkler hier. Und dass hier tote Besucher rumliegen, ist auch neu. Damn, okay. Dann machen wir mal die Batterien, die Krähe. Sollte reichen. Drehplattenschalter. Hat da gerade was auf mich geschossen? Krähe-Laufsequenz. Ich will es gar nicht wissen. Die Krähe soll laufen. Und wir nutzen den Aufzug. Und ich ignoriere einfach, dass da gerade auf uns geschossen wurde. Okay. Okay, hier wird's organisch. Okay, hier wird's mir ein bisschen zu organisch. Oh mein Gott, okay. Irgendwas Kleines ist da auch noch unterwegs. Mann, hier geht's ab. Okay. WTF. Ich drück den Knopf. Ich drück den Knopf. Das Türchen geht auf. Laden wir mal nochmal alle Waffen durch, oder? Magnum haben wir nicht. Ah, ich darf nicht vergessen, dass wir Granaten haben, Mann, ey. Aber andererseits ist das vielleicht eh cool, wenn wir uns die aufheben fürs Finale. Oh nein, das ist Harrison. Er ist tot. Dammit, Harrison hat's erwischt. Er wurde sicher angegriffen von diesen... Moment, nein, er wurde erschossen. Harrison. Es tut mir so leid. Ob ich Harrison hätte retten können? Harrison James. Ausweisnummer 05061. Sollte ich mir das aufschreiben? Ich glaube nicht, aber ich mach's mal. 05061. Geburtsdatum 12. Ich schreibe mir das alles auf. Auch wenn ich nicht verstehe, warum ich das nochmal brauchen sollte. 12.01.65. Waffenexperte. Eine dreckige Sporttasche. Aber sie kommt mir irgendwie bekannt vor. Sie ist leer. Okay, durch die beiden Tunnel könnten wir wieder, ne, aber wollen wir eigentlich, glaube ich, gar nicht. Deswegen gehen wir jetzt weiter. Ja, weiß ich eben nicht, ob man die NPCs... Ich kann mir schon vorstellen, dass es verschiedene Enden gibt, je nachdem, welche NPCs... Also, ne, je nachdem, wie schnell man ist oder in welcher Reihenfolge oder wie man Dialoge führt und so weiter. Könnte schon sein. Die Minenlaternen sind ziemlich alt und sollten ausgetauscht werden. Ein Funke und das ganze Öl darin steht in Flammen. Wenn das passiert,
schubst die Laterne an, damit sich das Öl verteilt. Dann geht die Flamme aus. Also soll ich drauf schießen einfach oder was? Ah, es ist immer nur ein Tor offen. Okay. Aber das war trotzdem irgendwie leicht, ne? Ach so. Ha. Naja, okay. Aha, na gut, weiter geht's. Angst? Okay. Tallman! Ich lass dich nicht. Harrison ist tot. Harrison James, der Polizist. Ich weiß, wer er ist. Es tut mir leid, Mara. Er hätte nicht herkommen sollen. Es war nur eine Frage der Zeit, bis eine dieser Kreaturen... Er wurde erschossen mit einer Pistole. Verdammt. Damn it. Weißt du, wer das getan hat? Ich glaube, er weiß, was Sache ist. Marvin? Du? Es ist nichts Persönliches, glaub mir. Nimm die Waffe runter, Trumbull. Und dann? Soll ich da nach Hause gehen? Soll ich vergessen, dass das alles jemals passiert ist? Das dauert keine Woche, bis das FBI bei mir ist. Ich bin für die ganze Scheiße verantwortlich. Ich weiß. Ich auch. Aber Mara nicht. Also lass sie in Ruhe. Sie weiß viel zu viel. Meinst du, sie würde uns nicht verraten? Versucht hat sie es ja schon. Sie hat sich sehr angestrengt mit dem Polizisten. Sie hat sich sehr angeregt mit dem Polizisten unterhalten. Ich wollte ihn davon abhalten, herzukommen. Ich sagte ihm, er soll abhauen. Er ist aber nicht abgehauen, hä? Huh? Und du auch nicht. Oh oh. Und jetzt ist es zu spät. Was war das? Keine Ahnung. Bullshit. Wenn das ein Trick ist, dann... Und? Tot. Damit habe ich jetzt nicht gerechnet. Damit habe ich jetzt tatsächlich nicht gerechnet. Ich dachte, da kommt jetzt irgendein krasses Monster raus. Kommt jetzt hier raus? Ja, sie lebt. Julie lebt. Wo bin ich? Julie? Hey. Was ist los? Was machst du da drin? Wenn du mir hier raushilfst, sage ich's dir. Oh, tut mir leid. Tallman, kannst du mir mal helfen? Klar. Julie, ich dachte, du wärst... Als ich aus der Bootsfahrt kam, warst du weg und ich sah Blut. Irgendwas hat mich gegriffen. Ergriffen und mich rückwärts in den Abzug geschleppt. Was ist passiert? Was auch immer es war, es gibt mehrere von ihnen. Sie versteckten sich in den Röhren. Da drin ist es stockfinster, aber ich konnte sie hören und riechen. Haben sie versucht, dich zu töten? Ach so, die Stimme. Nein, sie haben mich eigentlich nur geschüttelt und Krach gemacht. Sie haben gebrüllt, gejammert, geklagt, wie man es auch immer nennen soll. Tja, was willst du damit sagen? Sie sind wütend, aber sie wollen uns nicht töten. Sie wollen kommunizieren. Mara, du hast mich noch gar nicht vorgestellt. Ach richtig, tut mir leid. Julie, das ist Tallman. Er arbeitet für Edward Crow. Tallman, das ist Julie Brown. Sie ist Anwältin. Familie Marshall hat sie angeheuert. Die Familie von Elaine Marshall. Aha. Was macht ihr beide hier unten? Jemand wurde umgebracht. Erschossen. Ein Polizist. Du meine Güte.
Tolman wollte sich gerade darum kümmern, oder? Ich komme mit. Ich kenne mich mit sowas aus. Also gut, danke. Mara. Noch was. Natalie Crowe wartet in Edward Crowes Büro. Könnt ihr bitte mal nachsehen, wie es ihr geht? Crowes Tochter? Natürlich. Ich würde mich gern mit ihr unterhalten. Du. Noch was. Arthur Mole. Er ist auf dem Mitarbeiterparkplatz in einem weißen Fiesta. Könnt ihr bitte mal nach ihm sehen? Er ist schon viel zu lange alleine. Natürlich. Das können wir machen. Danke. Mara, was hast du vor? Ich werde das tun, wofür ich hergekommen bin. Wir warten an deinem Auto auf dich, okay? Okay. Danke. Komm mit, Tolman. Es gibt viel zu tun. Warum bleiben wir nicht alle zusammen? Wir wären schon so ein großes Team. Wir wären so eine Gang. Wir wären so eine krasse Gang. Aber gut, ich schätze mal, das Finale ist für Mara reserviert. Let's go. Zwei Ketten versperren die Tür. Ketten abnehmen. Mit der anderen Kette muss ich dasselbe machen. Ja, Mara arbeitet offensichtlich allein. Okay, ein Teich. Ah, kann ich hier nochmal speichern? Das sieht so sauber aus. Ist das eine Quelle? Oh, das fühlt sich besser an. Ich wusste ja gar nicht, wie dreckig ich bin. Ah, okay, wir können uns hier einfach nur das Gesicht waschen. Keine Ahnung. Mir wäre Speichern lieber gewesen, aber gut, okay. Dann gehen wir mal die Treppe runter. Die Leiter, meine ich. Ich frage mich wirklich, ob das mit den NPCs, weißt du, das war jetzt auch so, um den müsst ihr euch kümmern, um den müsst ihr euch kümmern, um die müsst ihr euch kümmern, ne? Ob das irgendwie wirklich von meinen Entscheidungen oder der Reihenfolge, in der ich spiele oder sowas abhängt. Ich könnte mir schon vorstellen, dass es da Unterschiede gibt. Ja, da habe ich mir auch gedacht, dass der Teich mich vollständig heilt. Glaube ich auch. Aber werden wir nie erfahren. Wir klettern jetzt auf jeden Fall sehr tief und dramatisch in die Dunkelheit. Sehr schön gemacht, finde ich, ne? Wie wir immer kleiner und dunkler werden. Oh, oh, ich glaube, wir sind gleich da. Okay. Das ist wahrscheinlich das Telefon. Der Hörer liegt nicht auf der Gabel. Von hier wurden wir immer angerufen. Sehr viel Fleisch am Boden. Wir kriegen nochmal Schrotflintenmunition. Eine Reihe von Fotos. Natalie Crowe, Edward Crowes Tochter. Tolman, der Techniker, den Crowe mit der Wurzelgrabung beauftragt hat. Auf dem nächsten Foto bin ich. Wann hat er das aufgenommen? Julie Brown, die Anwältin, die Elaine Marshalls Familie angeheuert hat. Dass hier nochmal alle sind, irgendwas ist mit denen noch, ne? Mit denen ist noch was, die sind wichtig, sonst wären hier nicht Fotos von denen. Das wird nochmal unangenehm oder irgendwas. Oh Gott, oh Gott. Arthur Mole, ein Teenager, der Fotos von den Gästen machen wollte. Marvin Trumbull, der Mann, der für Crowes Goldmine Attrappen verantwortlich war. Douglas Pipe, der Mann für den Bau des Freizeitparks verantwortlich war. Und Harrison James. Er war der Polizist, der nach Edward Crowe gesucht hat. Okay, werden alle nochmal vorgestellt, so, ne? Verdächtig. Ein Vorhang. Wo bin ich denn jetzt? Den Ort gibt's nicht mehr, okay. Ich bin außerhalb der Realität. 5 Glasampullen, alle mit derselben blassgrünen Flüssigkeit. Ich weiß nicht, welchen Zweck sie haben. Ich lasse sie lieber hier. Eine Dusche. Oh!
Ich habe mir gerade die Farbe aus den Haaren gewaschen. Was ist denn in dem Wasser? Okay. Ich meine, ich habe damit jetzt nicht gerechnet. Keine Ahnung. Großes Medkit. Handfeuerwaffenmunition. Was haben wir hier? Ah, hier können wir speichern. Ein Bunsenbrenner einschalten. Blaue Flamme. Das Feuer knistert sanft. Ah, nice. Cool. Hey, voll gemein, ne? Den kann man übersehen. Den Savepunkt hier. Da ist dein Bett. Das sieht ein bisschen blutig aus, oder? Hier hat Crow sicher geschlafen. Auf den Betttüchern sind Blutflecken. Jetzt wird's aber echt spannend hier. Ein Schutzanzug. Er ist von einer feinen Staubschicht bedeckt. Ich glaube, den trägt er nicht mehr. Eine Mikrowelle. Da ist ein Medkit. Natürlich ist da drin ein Medkit. Na, vielleicht sterilisiert, ne? Das ist vielleicht sogar, macht das vielleicht sogar Sinn. Kann ich mir vorstellen. Ich glaube, eine Mikrowelle ist gut im Sachen sterilisieren tatsächlich, wenn ich so drüber nachdenke. Ohne Farbe sieht ein bisschen wie Tifa aus Final Fantasy aus. Ja, ja, ja. Verstehe ich ein bisschen. Ja, ja. Auch so dieses Color Coding. Rot und weiß und die Handschuhe, ne? Hm. Für Natalie. Kann ich nicht öffnen. Ist versiegelt. Okay. Und hier ist noch ein Zettel. Da hat jemand etwas hingeschrieben. Hey, das ist übrigens so ein nices kleines Detail. Das ist mir schon so oft aufgefallen, dass sie wirklich die Dokumente, die rumliegt, so nimmt und zu sich dreht. Egal von welchem Winkel ich rangehe. Das ist so eine Kleinigkeit, habe ich noch nie in einem Spiel gesehen. Normalerweise werden die Dokumente kopfüber gelesen oder ewig weit weg und sowas. Und hier wirklich mit der Hand hingreifen und drehen, finde ich ein total schönes kleines Detail. Für mich ergibt das Gekritzel aber keinen Sinn. Es ist Unsinn. Guck, wenn ich jetzt hier rumgehe. Bam. Finde ich super schön. Na gut. Ich weiß jetzt nicht genau. Gegensprechanlage. Sprechen wir mal rein. Mr. Crow? Ich bin da. Ich bin in deinem Labor. Hallo, Elaine. Und jetzt sind wir Elaine. Wir sind gar nicht Mara. Wer war Elaine gleich nochmal? War das die Tochter von dem, ne, das wussten wir schon die ganze Zeit, dass wir die Tochter sind. Wegen der es den Rechtsstreit gibt. Mach die Tür auf. Okay. Aber bitte, nimm dir zunächst die Glasampullen, die ich auf die Arbeitsplatte gelegt habe. Warum? Warum? Bitte. Na gut. Hey, soll ich nochmal da lang gehen? Okay. Das war mal ein Aufzug, aber der wurde mit einer Axt zerstört. Funktioniert nicht mehr, weil jemand eine Feuerwehraxt in das Bedienfeld gerammt hat. Alles gut. Dann nehmen wir jetzt die Ampullen mit. Blassgrüne Flüssigkeit. Ich glaube, von denen hat Crow gesprochen. Zunächst muss ich für freien Platz sorgen. Ich lege andere Gegenstände ab, die ich bei mir habe. Die brauche ich nicht. Okay. Ah, meine ganzen Schlüssel-Items. Plus, Moment, was stand da? Ich habe die Ampullen genommen. Alle anderen Gegenstände, die ich mitgenommen habe, sind wieder da, wo sie herkamen. Der Polizeiausweis, den ich von Harrison James mitgenommen habe, der bronzene Schlüssel, den die Fee mir gegeben hat, die Kurbel, die ich in einem Safe gefunden habe, der Rubin, der im Gemälde eines Dämons versteckt war, die Kette, die ich vom Hals eines mechanischen Schwans genommen habe, die Maske, die ich aus einem Block aus Harz erhalten habe, der Dreizack, den ich aus dem Kessel einer Hexe rausgenommen habe. Der silberne Schlüssel, der in Neptuns Palast versteckt war. Die Datendiskette, die ich vom Wechselgeldautomaten in der Spielhalle erhalten habe. Die Säureflasche, die ich aus einer Zelle im Verlies entnommen habe. Der goldene Schlüssel, den ich im Kopf der Fee gefunden habe. Die Batterie, die ich aus dem Bauch einer Robotermeerjungfrau mitgenommen habe. Ah, was für schöne Erinnerungen. Ist das nicht total nice, wie hier so ein bisschen Revue passiert wird, oder? Gefällt mir sehr, sehr gut.
Sehr coole kleine Idee. Oh, wir sind irgendwie so gut wie tot. Wir sind infiziert. Wir sind infiziert. Das ist nichts, was ich heilen kann. Und Leute, wir sind schon immer infiziert. Das ist genau der Punkt. Wir sind jetzt Elaine. Wir sind nicht mehr Mara. Wir sind jetzt Elaine. Wir haben jetzt keine gefärbten Haare mehr. Wir sind das Mädchen, das immer noch infiziert ist, das damals infiziert wurde und das nie geheilt ist. Und jetzt habe ich hier die Glasampullen aus Edward Crowes Labor. Ja, crazy shit. Finde ich irgendwie alles sehr nice gemacht. Voll liebevoll, wie das alles erzählt wird. Wie jetzt nochmal Revue passiert wird. Cool. Jetzt bin ich wirklich sehr gespannt aufs Finale. Mr. Crow, ich habe die Ampullen. Mach die Tür auf. Bleib, wo du bist. Okay, Mr. Crow. Du siehst nicht mehr so fit aus. Oh Gott. Elaine Marshall, Edward Crow. Wie lange ist es her? 2 Jahre. Wir sind uns noch nie begegnet. Nein, ich meine, seit du infiziert wurdest. 2 Jahre? 2 Jahre, seit ich den Park geschlossen habe. Schön, dass du zurückgekommen bist. Guck mal, da im Hintergrund liegt eine Bärenfalle. Falls das nicht noch eine Boss-Arena wird, und ich denke, das wird eine Boss-Arena. Okay, ich wollte gerade sagen, soll das vielleicht nur ein Hinweis sein, dass er die ganzen Fallen im Park verteilt hat, ne? Aber das wird ein Boss. Das wird hier ein Bosskampf. Okay. Warum sollte dich das interessieren? Ich würde dir gerne einen Drink anbieten, aber... Wie alt bist du jetzt? 18? Noch nicht ganz. Und doch hast du es bis hierher geschafft. Du bist ganz offensichtlich sehr stur. Das ist gut. Das macht mir Hoffnung. Hoffnung? Sag mir, wie fühlst du dich? Schlecht. Erschöpft. Ich konnte mich nicht von meiner Injektion heilen. Oder sie konnten es nicht. Es wird immer schlimmer. Natürlich. Ich bin erleichtert, dass sie dich lange genug aus dem Krankenhaus rausgelassen haben, um... Sie haben mich nicht rausgelassen, ich bin geflohen. Ah, du bist also wirklich fest entschlossen. All das nur, weil du mich töten willst, nehme ich an. Nein. Ich bin hergekommen, um dir etwas zu sagen, von Angesicht zu Angesicht. Ich will, dass du es weißt. Red weiter. Mr. Crow, ich werde an dieser Infektion sterben. Wir haben alles versucht, aber nichts funktioniert. Es wird mich umbringen. Eins war mir nicht klar. Du bist auch krank. Ist es die gleiche Infektion? Natürlich. Jeder, der den Gästen ausgesetzt ist, wird krank. Ich war natürlich der Erste. Als der erste Gast aus dem Pool auftauchte, versuchte ich, ihm zu helfen. Ich steckte ihn in eine Arrestzelle im Erdgeschoss, damit wir ihn leichter überwachen können. Die Arrestzelle, dort wurde ich angegriffen. Ja, aber es stellte sich als Fehler heraus. Die Gäste an die Oberfläche zu bringen war falsch. Aber du siehst schlimmer aus als ich. Meine Entwicklung ist einfach weiter fortgeschritten. Dass ich den Gästen die ganze Zeit ausgesetzt war, hat den Prozess beschleunigt. Die ganze Zeit ausgesetzt? Deine blutige Eskapaden heute werden bei dir vielleicht einen ähnlichen Effekt haben. Oh Gott, es sieht nicht gut aus, wie es ist. Wie ist es, wenn es so schlimm ist? Ich werde dich nicht anlügen. Elaine,
Erinnerst du dich daran, dass deine Familie mich aufforderte, deine Behandlungskosten zu übernehmen? Ja. Da ich in deinem Park verletzt wurde, machen sie dich verantwortlich. Aber du hast ihnen das Geld nie gegeben. Meine Anwältin versucht dich dafür vor Gericht zu bringen. Ja, das war meine Entscheidung. Da ich deine Krankheit kenne, wusste ich, dass sie im Krankenhaus kein Mittel dagegen finden würden. Moment. Aber es gibt ein Heilmittel, denn ich habe eins entwickelt. Du? Wie? Durch eine rückführende Analyse. Ich habe die hochgradig ansteckenden Bakterien an den Leichen der Gäste untersucht. Es sind neue Bakterien, von denen noch niemand etwas weiß. Das ist das Problem. Es ist kein Wunder, dass deine Ärzte ratlos waren. Diese Ampullen aus deinem Labor. Achso, das hat sie gerade gesagt. Ja, du hast das Heilmittel gerade bei dir. Es sind 5 Ampullen. Das reicht, um 5 Personen zu heilen. Jetzt ist mir alles klar. Das ist die große Entscheidung, die ich jetzt habe. 5 Personen. Der Polizist ist tot. Wir haben die Anwältin, den Bauarbeiter, den Kerl im Auto und noch 2 andere. 5. Aber dann gibt's auch noch mich und Crow. 7. 2 müssen sterben. 2 müssen sterben. Also Crow muss definitiv sterben. Das ist schon mal easy. Es sind 5 Ampullen. Das reicht für 5 Personen, ja. 5? Harrison und Marvin. Achso, das sagt sie. Harrison und Marvin sind tot. Also sind nur noch du, ich, Natalia, Tolman, Julie und Arthur übrig. Ah, 6 nur. Okay, dann muss nur einer sterben. Das sind 6 Personen. Du hast nicht genug Fläschchen hergestellt. Du irrst dich. Ich werde das Heilmittel nicht nehmen. Ach so, na dann ist ja alles gut. Du weißt, wo wir gerade sind, oder? Du nennst es den Pool. Richtig. Und aus den Tiefen des Pools kommen die 7 Wurzeln. Das, was noch von ihnen übrig ist, du schneidest seit Jahren an ihnen herum, um Gold aus ihnen zu gewinnen. Genau so ist es. Elaine, sieh mich an, hör zu. Der Pool ist ein Portal. Die Gäste sind Menschen, die durch das Portal gehen wollen und hier erschienen sind. Warum sehen sie so ramponiert aus? Weil ich die letzten 10 Jahre damit verbracht habe, den Mechanismus dieses Portals Stück für Stück zu zerstören. Das verstehe ich nicht. Der Pool funktioniert nach wie vor, im Prinzip zumindest. Aber dank mir hat er starke Fehlfunktionen. Die Wurzeln sind eine Art Kalibrierungsantenne. Sie sind nötig, um die, die durch das Portal reisen, unbeschadet und sicher zu transportieren. Mr. Crow, wo kommen Sie her? Die Gäste. Was ist auf der anderen Seite des Pools? Du weißt nun, wie meine Grabungen die Mutationen der Gäste verursacht hat. Die Mutationen sind immer schlimmer geworden, je stärker ich an den Wurzeln rumgeschnitten habe. Die Kreaturen, die mittlerweile aus dem Pool kommen, haben kaum noch Ähnlichkeit mit Menschen. Die meisten können nicht gehen und sprechen erst recht nicht. Der erste Gast, der damals aus dem Pool kommen, war am wenigsten mutiert. Nein. Ja, Elaine. Er konnte sprechen. Wenn auch nur ansatzweise.
Er sagte mir, wer er war und warum er gekommen war. Ich habe es damals aufgeschrieben, Wort für Wort, auf einen kleinen Zettel. Und dann setzte ich die Ernte der Wurzeln fort. Danach kamen keine Gäste mehr, die sprechen konnten. Vielleicht verstehst du nun, warum ich das Heilmittel nicht nehmen will. Ich habe nicht viel Zeit. Bevor ich sterbe, muss ich mir das Ergebnis meiner Taten ansehen. Du gehst durch den Pool? Streck deine Hand aus. Was? Nimm ihn. Kleiner Zettel. Das würde mich aber sehr interessieren, was da drauf steht. Nun, da du ihn in der Hand hast, gehe ich durch den Pool. Du wirst dabei mutieren. Es wird dich umbringen. Ich verdiene es. Nee, ein verdientes Ende. Naja, okay, fast das Gleiche. Wenn ich Glück habe, kann ich vielleicht einen Blick darauf werfen, was auf der anderen Seite liegt. Um eins muss ich dich noch bitten, Elaine. Falls ich aus irgendeinem Grund wieder aus dem Pool auftauche, dann musst du mich töten. Aber wenn ich wieder auftauche, werde ich nicht in der Lage sein, weiterzuleben. Verstehst du? Auf Wiedersehen, Elaine. Ich erhebe mein Glas auf deine Zukunft. Platsch. Oh, das hätte vielleicht nicht passieren dürfen. Ich nehme die Schrotflinte. Jetzt wird's wild. Okay. Kleiner Zettel. Ich will's lesen. 2106, unbewohnbar, zerstört. Wir kommen 1988. Letzte Chance warnen. Aufhören Wandel. Okay. 2106 ist die Erde unbewohnbar geworden und die kommen, um uns davor zu warnen. Aber ja, Crow hat uns alle verdammt, basically. Come on, dude. Was mache ich, wenn mir die Munition ausgeht? Guck mal, der Teich ist voll blutig geworden. Mir geht wirklich gleich die Munition aus. Was machen wir denn dann? Granaten bringen auch nichts, habe ich schon versucht. Na, gucken wir mal. Ah, ich glaube, das war's. Mein letzter Schuss. Elaine. Warte mal, da machen wir. Nee, die nicht. Elaine. Ich. Sei still. Ich will es gar nicht wissen. Elaine. Du. Dein Versprechen.
Ja, okay. Okay, benutzen wir ein Heilmittel. Alle kriegen Heilmittel. Ende gut, alles gut. Mich würde so interessieren, ob das Ende hier beeinflussbar ist. Wenn ich in die Flammen schaue, fühle ich etwas. Es ist eine eigenartige Mischung aus Hoffnung und Furcht. Vielleicht wird alles gut werden. Vielleicht aber auch nicht. Ende. Sehr, sehr cooles Spiel. Sehr, sehr cooles Spiel. Ja, hat mir wirklich gut gefallen. Sehr cool. Aber leider wird die Welt im Jahr 103 untergehen. Aber hey, unsere Hauptfiguren hier werden das alles nicht mehr miterleben und wir auch nicht. Also was soll's. YOLO. Aber wirklich gut. Hat mir wirklich gut gefallen. Made with Unity. SFB Games. Die müssen wir im Auge behalten, Leute. SFB Games, die werden noch coolen Scheiß machen. Bin ein Fan. Ehrlich gesagt hoffe ich, dass Star Trek die Realität wird und nicht Crow Country. Ja, hoffe ich auch. Schauen wir mal. So oder so werden wir es wahrscheinlich nicht mehr erleben. Ergebnis. Eingesetzte Heilung 32, eingesetzte Hinweise 2, gefundene Geheimnisse 8 von 15, verbrauchte Leben 1, Abschluss B+. Bin ich zufrieden mit. Bonusgegenstände. Kräheneisen. Auf dem Bonusgegenstandmenü kannst du über das Pausenmenü im Spiel zugreifen. Oh, vielleicht lohnt sich da ein New Game Plus. Aber vielleicht privat und nicht im Stream. Weil es gibt noch viele Bonusspiele, aber wartet mal. Kristallkrähen sind überall in Crow County versteckt. Kannst du sie alle finden und abschießen? Crow Quest kann im Einstellungsmenü deaktiviert werden. Wenn ich ein New Game Plus starte, gibt es ein New Game Plus? Darf ich meine Waffen behalten? Ich starte mal kurz ein neues Spiel, weil ich wissen will, was dieses Kräheneisen ist, das wir jetzt haben. Vielleicht eine Brechstange, mit der wir alle Türen sofort öffnen können. Dann können wir das Spiel sehr schnell durchspielen. Ich überspringe mal alles und gucke mal, ob ich das habe schon. Nee, wartet mal kurz. Bonusgegenstände. Kräheneisen ein. Brich Flaschen und Kisten mühelos auf. Ach so. Das hätte man eigentlich von Anfang an haben sollen. Ich habe mir immer gedacht, wie nervig das ist, dass man so Kisten zerschießen muss. Naja, okay. Das muss ich jetzt sagen, das Kräheneisen alleine, das macht mir jetzt keinen Bock, das nochmal durchzuspielen. Das hätte man wirklich auch so im Spiel finden können. Aber mich würde es natürlich schon sehr interessieren, was es noch für Bonusgegenstände gibt. Krähenwerfer und Krähenflügel. Müsste man das Spiel auf S durchspielen. Naja. Interessant auf jeden Fall. Naja, wie schon gesagt, hey, sehr, sehr cooles Spiel. Kann ich wirklich sehr empfehlen.
Und wenn es euch interessiert, dann holt es euch. Kann man wirklich auch supporten, finde ich. Also, dass die möglichst viele Verkäufe machen, damit die coole Nachfolger oder andere Spiele machen können, haben die definitiv verdient. Und ich bin jetzt für heute raus. Jo, vielen Dank fürs Dabeisein. Hat mich sehr gefreut. Trotz technischer Probleme ist ja noch alles gut gegangen. Und nächsten Dienstag geht es dann weiter mit Resident Evil Outbreak, dem neuen Szenario Inferno und mit Fallout 2 natürlich. Und wie gesagt, das alles landet natürlich auf YouTube. Könnt ihr nochmal nachschauen. Gute Nacht, vielen Dank für alles und bis dann. Ciao, macht's gut. Meine Haare sind schon wieder crazy. Zeit fürs Bett. Ciao.